Moin moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SWTOR mit dem Jonas. Hallo, guck mal, was ich mache. Ich mache den Moonwalk. Siehst du? Nein, du stehst da einfach nur dumm rum. Hä? Ach man, jetzt muss ich wieder reinschneiden. Hey, ich mach mal Mann! wieder den Moonwalk. Ich habe mal mir übelst den Moonwalk abgelegt. Warte, hä? Nee, Hä? jetzt geht's nicht mehr. Na egal. Ich habe gerade übelst den Moonwalk Wow. abgelegt. Alles klar. Geht ja schon mal direkt gut los. Ja, muss wieder reinschneiden. Ja, gehen wir mal weiter, ja? Ja, ich habe mich nur So. abreagiert. Alles klar. Uah. Machen wir zuerst eins? Weiß ich nicht, ich laufe zu irgendwas hin. Also, das scheint deins zu sein, denn ich kann da nicht rein. Dann ist es meins. Ich mache wieder Hui! den hier. So. Ich mache deinen Augenkrebs. Ja, das sehe ich aber nicht. Ach ja, da, ich kann wieder Leute töten. Sieh an, sieh an. Ich hatte mich schon darauf gefreut, noch einen von euch niederzustrecken, aber die Mühe werde ich mir wohl sparen können. Und es kommt nicht überraschend, dass Nilok verschwunden ist. Auch nicht, dass Fawn seine erste Prüfung bestanden hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auf euch allen herumtrampelt. Ich reiß euch in Stücke, genau da, wo ihr steht, Abschaum. Nur Geduld, Fawn. Ein Unfall in den Gräbern ist viel überzeugender. Ihr Ah ja. anderen kennt eure nächste Aufgabe. Geht. Ich will mit Fawn und unserem Nachzügler reden. Und jetzt zu dir, Sklave. Sinn sagt, dass du dich gut geschlagen hast. Und auch wenn ich es kaum glauben kann, ist Lord Sesh mit deiner Entwicklung zufrieden. Zweifellos hat dir Sinn irgendwie geholfen. Aber bei deiner nächsten Prüfung musst du ohne seine Hilfe auskommen. Vor dir und Fawn liegen Prüfungen des Verstandes. Prüfungen, die eure Fähigkeit testen werden, die Macht zu verstehen und Probleme zu lösen. Glaubt ihr, dass mir dieser Abschaum intellektuell ebenbürtig sein kann? Ich wurde von den größten Lehrmeistern unterrichtet. Beruhige dich, Fawn. Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Darum habt ihr unterschiedliche Prüfungen. Diese Großzügigkeit rührt mich zu Tränen. Du schaufelst nur dein eigenes Grab. Fawn, du wirst in die Bibliothek im ersten Stock der Akademie gehen und die folgenden Texte für Lord Sesh übersetzen. Ja, Aufseher. Tief im Inneren des alten, monsterübersäten Grabs von Mark Ragnos gibt es ein Holochron voller dunkler Geheimnisse, das in einem großen Steinmonument eingeschlossen ist. In 1000 Jahren hat noch niemand herausgefunden, wie man das Holochron aus seinem steinernen Gefängnis befreien kann. Bring mir dieses Holochron, oder du wirst sterben. Je mehr ich euch hassen muss, desto stärker werde ich, Harkun. Und irgendwann bin ich stark genug, um euch zu vernichten. Du wirst nie stark genug sein, Insekt. Bring mir das Holochron. Oder bete, dass dich der Geist von Mark Arachnos selbst von deiner jämmerlichen Existenz befreit. Geh jetzt. Tja, Bruder, ich werde dich irgendwann umbringen. Ich werde auf deinen Tisch kacken hier. Drauf geschissen. Hoffentlich. Okay. Gut. Oh, jetzt laufe ich gegen die Wand. Nice. Hi. Hoi. Hi. Oh. Hi. Moin. So, okay. Leo, ich bin Ja? weg. Such mich. Nein, du bist nicht weg. Doch, ich bin weg. Ich hänge wirklich fest. Ah, ja. One. Jeki Sonnenkriegerin, alles klar. So, dann laufen wir jetzt zu meiner Story. Langweilig. Ja, natürlich. Wird sehr langweilig.
Und dann schauen wir mal, was es gibt. So. Ich bin zuerst da. Ich werde ihn niederstrecken. Ist das alles? Alles, was Lord Renning bekommen konnte. Kehr zu deinem Meister in den Bestienpferchen zurück, bevor ich dich in Stücke schneide. Entschuldige die Wartezeit. Diese Unterbrechungen sind wirklich lästig. Wechseln wir das Thema. Deine Prüfung im Gefängnis. Lass uns über Solenz, die Attentäterin, sprechen. Sie wollte einen imperialen Spion ausschalten, wusste aber nicht, dass sie für die Republik tätig war. Du hast sie dem imperialen Geheimdienst zugeteilt. Mein Lob. Das war eine weise Entscheidung. Man sollte potenzielle Werkzeuge nie verschwenden. Vielen Dank, Aufseher. Euer Lob bestärkt mich. Entscheidend ist, dass es auch Darth Barras gefallen würde. Kommen wir nun zu Devotek, dem ehemaligen Krieger. Er wollte einen Kampf, aber du hast ihn einfach getötet. Perfekt. Der Kerl war einfach nutzlos. Ich verschwende nie meine Zeit. Wenn etwas verbraucht ist, sollte man es entsorgen. Sprechen wir zuletzt über den Fälscher, den du trotz seiner scheinbaren Unschuld zu weiterer Folter verurteilt hast. Eine starke Entscheidung. Wir müssen wirklich jeden Stein umdrehen. Das sehe ich auch so. Es ist immer das Beste, jeglichen Zweifel aus dem Weg zu räumen. Was ist schon der Verstand oder das Leben eines Mannes gegen das Schicksal des Imperiums? Du hast zu jeder Zeit bei jedem Gefangenen immer die bestmögliche Entscheidung getroffen. Vielleicht bist du soweit, Vemhrin im Kampf um die Gunst von Darth Barras herauszufordern. Hier ist eine kleine Belohnung. Selbstverständlich habe ich alles richtig gemacht. Ich bin perfekt. Wir werden es herausfinden. Werde nur nicht übermütig. Nur ein kleiner Fehler. Und du bist tot. Weil ich dich vorzeitig in die Akademie geholt habe, wird Darth Barras dazu geneigt sein, streng über dich zu urteilen. Und streng bedeutet in diesem Falle tödlich. Wir müssen nun mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du darfst nicht bemerkt werden, bevor wir nicht bereit sind. In den Höhlen von Marka Ragnos Grab befindet sich eine Bestie, die er zum Schutz seines Vermächtnisses zurückgelassen hat. Begib dich dorthin, setz dich zwischen die Flammen und warte dort auf die Bestie. Endlich kann ich Gewalt anwenden. Halte dich nicht zurück. Diese Kreatur bringt nichts als Unheil. Begib dich erneut ins Tal der dunklen Lords und finde Marka Ragnos Grab. Wir sehen uns, wenn die Bestie tot ist. Viel Glück. Gut, gut. Gut, gut, gut. Vor allem, was ich nicht verstehe, warum haben die alle hier solche Folterbänke hier rumstehen? So? Und das meine ich jetzt gar nicht. Großartig. Vor allem, der eine Typ, der eine Typ einfach, der muss einfach nur so ein Holocron übersetzen und ich muss irgendwie so ein dunkles Holocron finden, was kein Sith der Welt jemals geschafft hat zu holen. Bruder. Mhm. Richtig schlau. Und ich schaffe es, das zu holen und dann. Ja, das ist schon. Bringe ich die alle um. Muss ich sagen. So, und ich habe jetzt auch gesehen, was ich für einen Fehler in der ersten Folge gemacht habe. Welchen? Ich habe die ganze Zeit versucht. So. Das kann ich mir anziehen. Das kann ich mir anziehen. Und das kann ich mir anziehen. Good. 180. So. Ich habe nicht gesehen, dass das Fenster links oben aufgeploppt ist, zum alles nehmen. So, dass ich einfach Verpeiltheit war am Start. Verpeiltheit ist bei mir eigentlich immer am Start. Gut. Ja, mal jetzt als erstes zu meiner Aufgabe. Warte mal. Nee, hä? Ich hab Spaß, gebe Gas auf der Autobahn. Na, 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 na. Hä? Ich geh zu meiner, tschüss. Ich bin jetzt gerade verpeilt. Du bist verpeilt, findest du? Ja. Ja, dann lass lieber mich vorgehen, ich geh hier hin. Da will ich rein, lass mich rein. Ach, da musst du rein. Ja. Nee, hier muss ich nicht rein. Ich aber. Okay. Ich bin verpeilt.
Ich mache aber auch die Map nicht auf. Los, ich bin schneller als Leo. Ja, natürlich. Du hast ja auch den richtigen Weg genommen und die Wachen verneigen sich vor mir. Von mir auch. Alter. Da hat's geleckt. Warum leckt es denn? Du, fail. Hallo, ich kann eine Nebenmission machen. Ich mach keine. Keinen Bock auf Nebenmission. Alles klärchen. Tschüss. Tschüss. Ich fahr mit meinem Auto durch die Gegend. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Ah, habe Spaß, gebe Gas auf der Autobahn. Alles klärchen. Junge, welcher Arsch redet mit mir? Hä? Jemand Junge! Kann mit dir reden? Junge, mach das Radio aus. Irgendein Typ hat mit mir gequatscht. Aha. Gebe Gas auf der Autobahn. Habe Spaß, gebe Gas auf der Autobahn. Na, 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 na. Die Frage. Oh, er kommt. Er kommt. Wer kommt? Der Bösewicht. Warte, bleib hier stehen, bleib hier stehen, bleib hier stehen. Ja. Bleib hier stehen, bleib hier stehen, bleib hier stehen, bleib hier stehen, bleib hier stehen. Ja. Komm, komm her, komm, komm hier hin. Ja. Da, und jetzt kriegst du. Renn, Jonas, renn! Ah! Abgerollt. Haha, du wirst sterben, weil es schon unten ist. Ich bin vor dir, ne? Das weißt du schon. Ach, was für ein Hurensohn. Du hast noch kein Schiff, du hast noch kein Schiff. Was? Ich hab noch kein Schiff? Stimmt. Gut. Hallo? Jonas, kommst du? Kann ich den mal schocken? Irgendwie funktionieren meine Fähigkeiten nicht. Hm. Ja, irgendwie buggt mein Game auch. Ich kann hier nicht lang laufen. What? Ja, ich wurde einfach rausgeschmissen. Echt jetzt? Ja, moin. Ja, ich bin raus. Ich sehe dich noch auf der Karte. Ich bin aber raus. Sicher? Ich wurde gebannt wegen Hacking. Echt jetzt? Ja, wegen Flying. Du fliegst doch aber gar nicht. Hä? Jetzt hast du dich teleportiert? Jetzt machst du was? Was mach ich denn? Du hast gerade dein Schwert weggepackt. Du verarschst mich doch gerade. Google meine Aufnahme nach. Ja, kann ich jetzt. Du Hornochse. Hä? Was mach ich denn? Du läufst. Ja, jetzt lauf ich wieder. Ja. Alles klärchen. Egal. Oh, nice. Alles klar, das klang irgendwie ein bisschen seltsam. Die erstmal wieder einladen. Komm mal her, Leo. Aha. Leider springt er wie so ein kleiner Gazelle. Sind wir nicht mehr in einer Gruppe? Nein. Ich sehe dich aber noch als Teil meiner Gruppe. Ich dich aber nicht. Okay. Kack. Gut. Bam!
wollen. Schon Stufe 8 weiß. Okay. Kommst du oder läufst du schon? Okay. Wir haben schon genug gekillt. Achso. Lol. Was ist? Fail. Alles klar. Also... zuerst zu dir, oder? Ach, alle Klärchen. Ah. Nee, nee. Was? Alle Klärchen. Okay. Weg. Pass kanalisieren. Wo bist du eigentlich schon wieder? Ich bin bei unserer Story. Ich bin noch draußen. Ja, was machst du auch so lang? Ich habe ein paar Leute umgebracht. Ja. Um meinen Hass zu erfüllen. Ach so. Ah. Dann sind wir wirklich nicht mehr in einer Gruppe. Okay, dann versuchen wir mal, mich einzuladen. Weil ich weiß gerade nicht, wie das geht. Ja, ich auch nicht. Wieso nicht? Wieso weißt du das nicht? Du machst es doch immer. Ich will deine Story sehen, ansonsten... das ist blöd. Ich habe sie geröstet. Wie? Da. Sag mal, die. Wie lädt man ein? Sag mal bitte. Gar nicht, geht nicht. Ist illegal. Oh, der ist böse. Hier, fress. Hi. Jetzt mal im Ernst. Nee. Nee. Also ich kann hier die du angreifst, kann ich auch angreifen. Das kann aber ich auch. Ja? Ja? Dann müssen wir aber noch in einer Gruppe sein. Tschüss. Jo. Sind wir auch noch. Nö. Doch, ich bin drin. Hier sind komische Drachen. Ja. Du leckst bei mir voll rum. Ja? Mhm. Okay. Dann ist das wohl so. Aha. Na gut. Da muss ich wieder zu dir cutten, aber da ja bei dir so viel passiert ist, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. So. Nee, ich glaube, du hast ihn da unten nicht erwischt, oder? Doch, habe ich. Aber nur geringfügig. Aha. Bonusmission erfüllt.
Stille. Ich dachte, ich glaub, Moment des Solokorns weiß Spuren, hunderte Versuche, auf es gewaltsam zu öffnen. Kaputt machen, über die dunkle Seite meditieren. Die Macht der dunklen Seite ist in mir. Ui. Oh, das sind Bestien. Ich hab alles zerblitzt. Alles klärchen. Warte mal, die Hose ist besser als meine. Aha. Bleibt verschlossen. Blut opfern, Blitze abfeuern. Blitze abfeuern. Geht endlich auf, verdammt! Ja, ich hab Blitze reingeschossen. Ja, nice one. Nur ein Ziff kann Blitze schießen und öffnen. Rein da! Ich häng fest. Ich häng wirklich fest. Ja, du. Du fällst! Wie ich fall, ich häng fest. Ja, du fällst gerade. Ach, du, jetzt fall ich. Ja, bei mir hattest du die ganze Zeit die Fallanimation. Haha, ich renn jetzt weg. Ich geh wieder nach Hause. Nee, du musst doch auch meine. Du bist. Okay. Ich geh jetzt, tschüss. Willst du meine Story nicht erfahren? Nee, du musst auf so eine Kackbestie warten. Ja, das ist richtig. Erstmal muss ich leveln. Ja, auf meine Leute zu töten, die hab ich angegriffen, du Homo. Ich habe immer Erfahrung gesammelt. Okay, du bist im Nahkampf gerade nicht so gut, glaube ich, oder? Wieso? Du bist mehr Machtanwender, ne? Natürlich. Oh Mann, nee, können wir nicht einfach jetzt erstmal nach Hause gehen? Nee. Oh mein Gott. Wie lang geht die Folge schon? Die Folge geht 50 Minuten. Ja, natürlich. 40. Ja, natürlich. 24. 24? Ja. Das glaube ich dir. Das heißt, hier nach Mamba war auch direkt den Cut. Mama. Lass mich die Bestie töten. Ah, die Bestie kommt auch noch hier raus. Da. Große Bestie. Ju. Aua, es schlägt mich. Ja, und zwar nur dich. Warum immer auf mich, du Homo? Geh nach Hause. Alter, ich kann die Bestie richtig wegballern. Jo. Fress Blitze. Hallo, kann das mal aufhören, mich zu schlagen? Nein. Du hast es angegriffen. Oh. Ja, nice. ich hab ihn aber getötet. Ja. Gut. Warte mal. Habe ich hier was Stärkeres bekommen? Jo, viel stärker. Ja, so. Nee. Hm? Achso, okay. Okay. Das läuft. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, liefern wir unsere Quests in der nächsten Folge ab und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut noch bei uns in anderen Projekten vorbei und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.